Ich gehöre zu einer Hip-Hop-Generation, der die Mauer noch miterlebt hat. Deswegen kam auch Berlin als erster gleich. Wir haben mit Amerika gleichzeitig Hip-Hop-Welle miterlebt. Breakdance, Kartons auf der Straße. Wir die amerikanischen Soldaten, die waren noch hier an der Mauer, hier gleich. Die waren hier, ihre Kinder, alles hier, die waren hier Soldaten. Hip-Hop ist in der DDR politisch eingeordnet worden als Kultur der unterdrückten Klassen Amerikas und war insofern politisch in Ordnung. Hinten aus dem Kino raus oder im Kino versteckt, vielleicht nochmal geguckt, weil Videorekorder gab es nicht, um dann nach zweimal Beat Street gucken und das täglich gleich in den Trainingsraum zu gehen und versuchen, das nachzumachen. Das ist ganz lustig, wenn ich Workshops habe mit Jugendlichen aus dem Ostteil der Stadt. Ich frage die, was für eine Musikrichtung hört ihr denn? Die hören immer alles. Rock, Elektro, Punk. Und dann rede ich mit migrantischen Jugendlichen und sage, was hört ihr denn für Musik? Ja, Hip-Hop, Rap, R&B. Genauso die Antwort hätte ich auch damals gegeben. Genau das Gleiche.